Gehen wir weiter zum Wasser. Wieder ein ganz anderes Thema und gleichzeitig nicht ganz neu für Industry Meets Makers. Wir waren immer schon ein Format, das nicht nur im Innovationsbereich ganz vorne dabei war, sondern vor allem auch im Nachhaltigkeitsbereich. Es tauchen immer wieder Challenges auf, die sich mit dem Thema Nachhaltigkeit beschäftigen, die sich mit dem Thema Aufbereitung beschäftigen. Wir hatten vor Jahren schon eine Wasser-Challenge, die dann für Furore gesorgt hat, weil das Ergebnis des Industry Meets Maker-Zyklus von damals Verwendung fand in der Welt und wirklich Menschen helfen konnte. Und vielleicht passiert das mit der Challenge, die wir jetzt haben, auch. Die Challenge ist von der TU Wien. Auch was ganz was Neues für das Format. Nicht nur die Industrie pitcht und findet in unserer Community Maker und interessierte Kreative, die hier mitarbeiten, sondern auch Universitäten. Auch die TU Wien hat sich bereit erklärt, heuer eine Challenge aufzulegen. Und was das ist und inwieweit das mit Nachhaltigkeit zu tun hat, das erklärt uns der Professor Michael Harasek gemeinsam mit Katlin Jimenez-Mühlbacher und Daniel Rottenberg. Ich hoffe, der Professor Harasek ist jetzt online und kann uns erzählen, was hier auf uns zukommt. Hallo Michael. Ja, hallo. Hallo, grüße euch alle miteinander, liebe Matchmakers. Ich hoffe, man kann eine Folie sehen. Ja, kann man sehen. Wasser ist das teuerste Gut des 21. Jahrhunderts, das sagen viele. Es scheint so, auch mit unseren Veränderungen des Klimas, dass das doch tatsächlich so sein wird. Und deswegen ist es, glaube ich, auch wichtig, dass wir uns diesem Thema ganz, ganz intensiv widmen. Deswegen haben wir uns einfach überlegt, ein paar Themen, die wir im Bereich Wasser machen, jetzt hier zusammenzufassen und das Ganze als The Water Challenge wieder aufzulegen. Vielen Dank auch für diesen Hintergrund, dass es das ja schon mal gegeben hat. Die TU Wien ist die größte Forschungs- und Technologieuniversität Österreichs. Und wir freuen uns sehr, dass wir das erste Mal hier an Bord sein dürfen und dabei sein dürfen. Auch im Team heute die Kathleen, die hier für Technologietransfer zuständig ist. Und auch Daniel heute noch nicht dabei, aber morgen dann in St. Pölten. Die TU Wien, ganz kurze Vorstellung. Eben als größte Forschungsinstitution haben wir circa 4.000 Forschende. Wir haben über 27.000 Studierende, 55 Ausbildungsprogramme, zum Teil auf Deutsch, zum Teil auf Englisch. Wir haben 8 Fakultäten, die sich in der Forschung in 5 Hauptforschungsrichtungen hier auch hier strukturieren. Wir wollen als TU Wien vor allen Dingen im Bereich der Innovation punkten. Wir haben ein Motto, das heißt Technologie für Menschen, Technology for People. Und in diesem Bereich soll auch diese Challenges, die ich heute euch kurz vorstelle, hier auch hier sozusagen sein. Ich fange sofort die erste Challenge. Hier geht es um Wasseraufbereitung. Und Wasser, Trinkwasser, sauberes Wasser, das ist eben ein riesiges Thema. Und wir haben hier eine vielleicht durchaus ein wenig verrückt anmutende Idee gehabt, nämlich Wasseraufbereitung on the go zu machen, das heißt eine mobile Wasseraufbereitungseinheit, die einfach mit Muskelkraft angetrieben wird, hier zu designen. Da haben wir schon erste Designerfolge dazu. Es geht im Wesentlichen darum, dass eine Pumpe mit einem Fahrrad angetrieben wird, dort, wo dann Wasser zur Verfügung steht und aufbereitet werden kann. Ihr seht hier in diesem einen Bild auch sozusagen hier so eine Kolbenpumpe. Die Schlüsseleinheit dabei ist eine Membrane, die die Trennung von Wasser und Salz hier insbesondere für die Aufbereitung von Brackwasser oder Meerwasser hier möglich macht. Ich habe auch hier neben mir sitzen Margit Pföhler. Wir haben gemeinsam diese Idee auch patentiert und stellen jetzt diese Idee hier in diese erste Community Challenge. Ziel oder was wir uns vorstellen würden, das sind einfach Anwendungsfälle oder Möglichkeiten, wie wir diese grundsätzliche Idee, diesen Prototyp hier irgendwie ausrollen können, wie wir hier eine Serienfertigung mit einigen Prototypen hier machen können.
Wir haben hier ein Team von mehreren Leuten, die sich mit Membrantechnik hier an der TU Wien auskennt. Das heißt, hier gibt es, steht natürlich auch im Rahmen der Challenge in den nächsten Tagen auch die Möglichkeit, einmal bei der TU Wien bei uns hier vorbeizuschauen. Und ich werde da noch mit unseren Kolleginnen und Kollegen hier connecten können. Die zweite Challenge, da geht es darum, dass Wassertrennung oder Wasseröltrennung auch ein riesiges Thema ist. Das kann man auf verschiedene Themen hier anwenden. Man kann einerseits zum Beispiel Wertstoffe mit Extraktion hier herausholen, das heißt mit einem Extraktionsmittel, mit einem organischen Extraktionsmittel, mit Öl und ähnlichem mehr. Und diesen Prozess, den wollten wir hier miniaturisieren und hier zu einem neuen kleinen Mini-Gadget machen. Ich halte unseren ersten Prototyp mal kurz in die Kamera. Ich hoffe, man kann das sehen. Das ist hier jetzt sozusagen ein funktionierender Prototyp, allerdings hier jetzt transparent, dass man auch sehen kann, wie das Ding funktioniert. Es ist auch ein Link für ein Video hier da, wo unsere Idee hier vorgestellt wird. Wir können eben hier mit dem eine Extraktion machen, also indem wir zum Beispiel einen Wertstoff aus Wasser extrahieren oder aus einem Öl in die Wasserphase überführen. Das Ganze wird angetrieben mit einem Motor. Und wir nennen das Teil eben Zentrifugalextraktor. Man kann das Ding auch größer bauen. Ich hoffe, man sieht das Ganze hier jetzt hier in der Kamera, hier auch einigermaßen. Das Ganze ist jetzt sozusagen dieses Device hier eine Nummer größer. Was wir uns vorstellen von euch Makers ist Ideen für neue Use Cases. Also was kann man damit sonst noch machen? Anwendungsfälle für dieses Thema Öl-Wassertrennung, Extraktion, vielleicht gibt es ein Projekt, wo wir das Teil, so wie wir es jetzt hier haben, auch gleich verwenden können, einsetzen können, vielleicht ein Proof of Concept. Wir würden uns freuen über euer Feedback und über coole Ideen für diese zweite Challenge. Die dritte Challenge, da fragt man sich, was hat das mit Wasser zu tun? Naja, Wasser besteht natürlich aus Wasserstoff und Sauerstoff, deswegen haben wir einfach diese Challenge hier auch mit aufgenommen. Und haben wir gedacht, Wasserstoff passt eigentlich auch ziemlich gut da hinein. Ihr hört alle jeden Tag die Medienberichte, unser Erdgas wird demnächst vielleicht nicht mehr in der Menge zur Verfügung stehen. Wir brauchen hier Alternativen und wir von der TU Wien denken, dass Wasserstoff definitiv ein ganz, ganz spannendes Thema ist. Deswegen haben wir das auch hier die Challenge mit eingebracht. Wasserstoff kann man über Erdgasnetze auch transportieren. Man kann es in den ehemaligen Erdgas speichern. Da hört man ja viel über Heidach und andere. Dort kann man zukünftig auch Wasserstoff einspeichern. Das Problem, was auftaucht, ist, dass es dann unter Umständen hier gemischt ist mit anderen Gasen, mit Methan unter anderem. Und dafür, für diese Anwendung haben wir eine aus meiner Sicht recht coole Idee gehabt, nämlich hier mit einem sogenannten elektrochemischen Kompressor. Den sieht man hier auf der Folie auch ein bisschen. Den haben wir auch im Labor schon einmal als ersten Prototypen hier aufgebaut. Hier Wasserstoff aus dem Gemisch herauszutrennen. Eine coole Sache, Protonentransportmembranen. Was wir jetzt wünschen oder was die Challenge jetzt ganz konkret ist, ist eben hier Partner zu suchen, Industrielle, aber auch natürlich auch euch als Makers, um hier das den Proof of Concept weiter zu unterstützen, einen Workflow zu entwickeln, wie wir hier weiterkommen können und auch Anwendungen hier natürlich zukünftige Anwendungen hier sehen. Wenn es interessiert, wir haben diesen Aufbau bei uns hier im Labor am Getreidemarkt. Auch zum Ansehen. Das sieht man hier jetzt auch auf dem Foto. Das Teil funktioniert bereits. Also wir haben auch wirklich hier einen ersten Erfolg gehabt, dass der Wasserstoff tatsächlich super sauber hier über diese Membrane abgetrennt werden kann für verschiedene Anwendungsfälle. Damit bin ich auch schon am Ende. Wir sind an der TU Wien eben ein großes Team. Ich danke dem ganzen Team, die hier auch hier immer mitarbeiten. Und auch einige von denen stehen euch natürlich selbstverständlich zur Verfügung. Ich bin der Kontaktvermittler, stehe euch aber natürlich in den nächsten Tagen selbst auch zur Verfügung. Ich bin auch morgen an der FH St. Pölten, freue mich schon sehr, einige von euch persönlich kennenzulernen und euch mit Rat und Tat zur Seite zu stehen. Ich möchte auch nochmal die Kontakte hier von Kathleen und Daniel hier erwähnen, die euch natürlich hier auch als Kontaktpartner hier zur Verfügung stehen. Vielen Dank.
Vielen Dank, Michael. Danke für deine Vorstellung hier. Und wir stellen natürlich diese Kontaktdaten auch gerne zur Verfügung. Ihr braucht euch das jetzt nicht alles mitschreiben, was der Michael da auf den Folien gehabt hat. Ganz großartige Challenges im Bereich Nachhaltigkeit. Und insbesondere könnte man damit natürlich auch in den Bereich innovativer Antriebe einsteigen, wenn es darum geht, um die Frage, ist jetzt das Elektroauto mit der Akkuproblematik das Fahrzeug der Zukunft oder doch das Wasserstoffgetriebene? Ich weiß es nicht, aber vielleicht finden wir es in der Challenge raus. Danke, Michael. Danke, Kathleen. Danke, Daniel.